Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. Ja, gestern kam leider keine Folge, vorgestern auch nicht. Ja, war ein bisschen sehr im Stress, Schule und so weiter. Ich werde jetzt gleich mal genauer drauf eingehen, auch mal, warum dann ab und zu mal keine Folge kommen wird. Also zuerst einmal, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich momentan am Abitur bin und so weiter. Und ich mich auf jeden Fall darauf erstmal konzentrieren wollte. Ich glaube, das kann ja auch jeder verstehen an sich. So. Wieso jetzt gestern keine Folge kam? Also vorgestern erst einmal hatte ich das Problem. Hatte lange Schule und so weiter. Kam nach Hause, Hausaufgaben. Und dann konnte ich schon quasi ins Bett gehen, weil ich so müde war. So. Dann hatte ich gestern ein Problem, wollte ich aufnehmen. Alles klar. Was passiert? Ich hatte keine Verbindung zum Server. Es kam immer eine Fehlermeldung, Fatal Error, bla bla bla, leck mir die Ohren und so weiter. Natürlich habe ich es dann auch nicht geschafft, Zigarin und die Schuhe aufzutreiben auf die Schnelle. Da habe ich gesagt, ja komm, du musst hier noch ein paar Sachen erledigen. Bin dann mal einkaufen gegangen und so weiter. Und dann war ich abends auch schon wieder so K.O. Bis ich dann gemerkt habe, dass das neue Hyrule Warriors nicht draußen ist und ich nochmal sofort zur Kasse und zum Saturn und so weiter geflitzt bin. Dann hatte ich damit meinen Abend verbracht und das war es dann auch schon gestern. So, habe ich es heute endlich mal geschafft, Sigurin aufzutreiben. Der hat mir gesagt, das war einfach nur ein Fehler von der Datei, muss ich einfach nur neu downloaden und so weiter. Und ich kann zocken. So, jetzt muss ich aber auch erstmal hier die ganzen Sachen wieder machen, die ich sonst die Woche oder seit gestern nicht geschafft habe. Die Barrels werde ich mal gucken, dass ich die nochmal upgrade. Erze muss ich auch noch weiter verarbeiten, aber ich bin eigentlich dafür, dass wir das mal Ganze nach unten verlegen. Wie ist das denn nur? Okay. Der kommt mit, ja. Der hat jetzt aber gar nichts drin. Dann schmeiße ich wieder Iron Ore rein. Wie sieht das hier aus? Schmeiße ich wieder was Gold nach. Und wisst ihr was, damit der mal ein bisschen schneller arbeitet, machen wir mal uns noch einen Capacitor. Ja, Capacitor. So, ich war auch diese Woche wirklich komplett im Stress. Montag längere Schule gehabt, komm nach Hause, denk nur, ja komm, kannst du nochmal zur Therapie fahren und so weiter. Was passiert? Hörst du erstmal, die Therapie fällt heute aus. Denkst du, okay. Konntest du dann mal dich auf die Hausaufgaben konzentrieren. Ah, wieder diese schöne Ordnung hier. Hausaufgaben gemacht, dann fällt ja auf. Scheiße, wir haben ja schon fast 10 Uhr. Andersrum so. Bin dann schon quasi ins Bett gegangen. Nächster Tag. Denk mir nichts Böses. Hast du 4 Stunden Mathe und Englisch mit der schlimmsten Lehrerin aller Zeiten. Denkst du, okay. Mach's einfach schnell. Ich hab schon wieder vergessen, was ich brauche. Goldnuggets und Copper und Redstone. Copper. Ja, was man sonst. Was ein Stack mit. Goldnuggets haben wir hier auch noch ein paar. Ja, ich bin momentan nicht am Einräumen. Ich hatte auch nochmal hier ein. Sammelschnell. Aus dem Lucky Block ein Dragon Egg bekommen. Wenn wir mal schauen, was wir dazu machen können. Wir könnten von Mary Culture an Eternal Life männlich oder weiblich Upgrade machen. Da wir uns ja damit nicht so wirklich beschäftigen, ist es noch nicht so der Ort zum Gewinnen und wir heben uns das erstmal auf. Ich nehme aber lieber noch so 2-3 Goldbarren mit. Ich mache jetzt mal ganz schnell hier das fertig. Haben wir hier noch Rotstein? Jawoll. Ja, hatte ich auf jeden Fall Dienstag Mathe und eigentlich mit der quasi den ganzen Tag. War dann auch schon der Tag für mich soweit gewesen. Bin dann nach Hause gekommen, konnte ich wieder Hausaufgaben machen, durfte dann nochmal, war Mittwoch nochmal, Quatsch, Dienstag. Ja, jetzt muss ich endlich mal überlegen, was ich da hatte. Scheiße, Alzheimer Gedächtnis. Komm schon, Dominik, erinner dich. Ah, stimmt, ich musste dann nochmal ins Rathaus.
Und zwar war da irgendwie ein Problem gewesen, keine Ahnung. Irgendwie meinten sie, mein Perso wäre nicht mehr gültig gewesen. Und so weiter, schlag mich tot. Ich glaube, den reißen wir dann mal ab und lassen, kommen einfach mal hier die Verbindung und lassen die jetzt wirklich mal im Moment komplett hier rüber laufen. Okay, ich glaube, das war eine sehr gute Idee. Gut, wo haben wir die Teile da? Energy Conduits. Dann hoffe ich mal wenigstens ein bisschen langsamer. Ich schmeiß mal die ganzen Barren mal hier rein. Sortiere ich nachher weg. Gott. So, da wollen wir aber nochmal ein bisschen produktiver werden. So, was machen wir denn heute? Ich würde sagen, wir könnten uns ja mal so eine bisschen bessere Werkzeug machen, weil. Oder? Wir können jetzt schon mal den Anfang machen. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache, aber ich glaube, die Werkzeuge lasse ich dann erstmal später. Weiß ich einfach, warum meine Rüstung schon so stark angeschlagen ist. Ich war damit mal in einem der Roguelike Dungeons und. Aua. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal auf den Mod Tinkers Construct ein. Falsch geschrieben oder? Ach, dann machen wir das eben anders. Und zwar, wir machen jetzt erstmal die Schmiede von Tinkers Construct. Dafür brauchen wir Grout. Nicht Grout, Grout. Wie wird Grout hergestellt? Das ist Clayblock, Sand und Gravel oder Clay, Sand und Gravel. Ich würde sagen, Clay. Gravel, wo haben wir Sand? Hier ist nochmal Sand. Und hier ist auch noch jede Menge Sand. Machen wir doch mal so einen Deckel. Und ich mache einfach nochmal einen Ofen. Dann kann ich das schon mal hier durchbraten lassen. Kohle sollten wir ja genug haben. So, in der Zwischenzeit, was könnten wir machen? Ich weiß, was wir machen könnten. Wir haben ja hier noch so ein Lager, das wir noch ein bisschen sexy machen könnten. Ich würde sagen, dafür machen wir jetzt einfach mal hier oben weiter die Zuordnung. Und zwar würde ich gerne. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da wäre jetzt was runtergefallen. Machen wir einfach die Decke noch etwas höher. Ich würde mal gucken, dass ich vielleicht dann hier so runter oder da drüben so runter, weiß noch nicht genau wo, einen Maschinenraum mache. Ich würde auf jeden Fall gerne hier in die Wand dann die RSNS-Verarbeitungsmaschinen reinhauen und dann mal schauen, dass ich die anderen Maschinen, also die von Advanced Genetics, ein bisschen woanders hinstelle. Da würde ich mir so ein kleines Genlabor mal gerne bauen. Ich weiß selbst nicht genau, was ich mir darunter vorstelle. Muss ich mal im Singleplayer ein bisschen was vorbauen. Ja, ich war ja noch gar nicht fertig. Hatte ich dann am Mittwoch, hatte zwar kurz Schule gehabt, war ich sehr schön drauf, war ich sehr stolz, kam dann erstmal die Nachricht.
Ja, muss nochmal nach Türen. Moment. Muss nochmal nach drüben in die nächste Stadt fahren. Denk nur, okay. Was bist du? Ach, stimmt ja. Hab ja hier jetzt aufgebaut. Jetzt bin ich mal wieder abgelenkt worden. So. Denkst du, okay. Okay, alles okay. Kriegst die Nachricht. Ja, du musst mal nach drüben fahren in die nächste Stadt. Wegen der Therapie. Okay, fährst du da hin. Dass du da knapp 3 Stunden rumhocken, bis du mal dran kommst. Und dann bist du dran. Erfährst du, dass du direkt nach Hause fahren kannst, weil du schon direkt wieder zurück zur Schule gehen kannst, wegen der Informationsveranstaltung bezüglich des Abiturs. So. Denkst du, okay. Kannst du jetzt ja schon, vielleicht kannst du jetzt dann gehen. Arschkarte, Pflichtveranstaltung. Also geht es zurück zur Schule. Dann fällt dir unterwegs, als du im Auto sitzt, ein, du hast immer noch keine Folge gemacht. Und du denkst echt nur Scheiße. Geht dann nur abends. Schaust jetzt mal ganz schnell die Folge hochzuladen und so weiter. Nächster Tag war der Tag. Auch so ein Horrortag. Schule. Einfach mal von 9 Uhr bis, naja, so. Wann war ich zu Hause? Circa 6 Uhr war ich zu Hause. Hatte ich selbstverständlich keinen Bock mehr auf irgendetwas gehabt. Weil die Schuhe sind wieder so scheiße voll. Wie sieht das schon aus? Ja, hier sind es fertig. Machen wir schon mal ein paar Seared Bricks. Safe for decoration. Okay. Also, das war echt eine Horrorwoche bisher. Freitag dann wieder länger Schule gehabt. Muss aber sagen, das ist eigentlich ein relativ entspannter Tag. Komme in die Schule, ein bisschen Programmieren gehabt, Wirtschaftslehre, wo wir eigentlich nur größtenteils gezockt haben. Ja. Horrorfach, was wir bisher hatten, war. Das war wirklich dann. Ich wollte schon sagen, ein bisschen nicht schlapp. Horrorfach, was wir da hatten, war der sogenannte Cisco-Kurs. Das ist so eine Datenverarbeitung, was wir da machen. Und so weiter. Hier ist wieder frei, dann schmeiße ich wieder einen rein. Sollte man ein paar Referate halten. Und das erste, was ich denke, ja komm, wenn du auf YouTube für so ein paar Leute Videos machen kannst, die sich anschauen und später vielleicht irgendwann ja auch mal so Tausende anschauen, dann kannst du ja auch bestimmt ein Referat halten. Ja, da hat der Dominik wieder nicht mit dem Schicksal gerechnet. Es ging dann jetzt mal so los. Also, keine Sau hat das verstanden. Ich wurde natürlich ausgelacht und ich denke mal, ja, super. Hast du natürlich wieder richtig schön den Volldeppen markiert. Wir könnten ja auch schon mal gerade. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich schon noch das Upgrade reingetan? Wood Upgrade. Upgrade ist dran, dann könnten wir schon mal zwei weitere Word Upgrades und Structure. Eisen kommt dann noch, ja. Dann machen wir nochmal gerade zwei Wunden Upgrades. Und ich versuche mich mal nicht wieder andauernd ablenken zu lassen. Ja, auf jeden Fall Referat gehalten und es war eine einzige Katastrophe. Hat natürlich wieder die Motivation von mir richtig schön gesteigert. Denkst du ja, komm, schlimmer kann der Tag nicht werden. Weiß nicht, hatten wir erstmal dann Geschichte gehabt. Wir warten auf unseren Lehrer. Was erfahren wir dann später? Ja, euer Rallye-Lehrer, Geschichtslehrer, der ist noch rausgegangen. Hat sein Kind bekommen. Ihr habt jetzt frei. Durftest du nochmal quasi 2 Stündchen warten, bis du wieder zu Hause warst?
Und kommst zu Hause an, kommst du wieder nicht zum Aufnehmen. Und warum? Weil Dominik es nicht geschafft hat, die Hausaufgaben fertig mal fertig zu machen und sein Zimmer aufzuräumen und so weiter. Hat dann mal währenddessen mein PC was aufgeräumt, dann war es schon abends, dann hab ich nur noch ein bisschen mit dem Kumpel Final Fantasy gezockt und das war es dann echt nur noch. Wer jetzt fragt, ob irgendwann auch mal Final Fantasy auf den Kanal kommt, weiß ich nicht, ich muss mich erstmal dazu durchschringen, endlich mal das Daedalic Entertainment anzuschreiben, weil ich würde echt gerne mal ein Display von Deponia machen. Aber ich bin da echt noch so ein bisschen nervös bezüglich. Oh, naja, nervös kannst du nicht sagen. Ich weiß nicht, was da für eine Reaktion kommen wird. Das ist es. Hat irgendeiner von euch schon mal damit ein bisschen verkehrt mit den. Wie heißt das jetzt? Mit den Publishern? Und könnt mir da vielleicht mal so ein paar Tipps machen? Oder vielleicht mal einer schreiben, wo ich da die Leute anschreiben muss von Daedalic? Das würde mir schon sehr weiterhelfen. Also, würde ich auf jeden Fall super bewerten und so weiter. Würde mich echt freuen, wenn mir da einer helfen könnte. Komm, ich schmeiß noch das Ei mit Ohr hier rein. Ah, ja, jetzt ist es drin. Okay. Wir brauchen ja jetzt noch ein bisschen Eisen. Dann machen wir uns nämlich jetzt mal gerade ein paar Slot-Upgrades. Und jetzt finde ich hier drüben das Holz. So, was brauchen wir? Wir brauchen Slabs. Thron brauchen wir nämlich auch noch. Boah, wie ich schon seit noch ein paar Tagen wieder komplett aus dem Rhythmus raus bin. Das ist unglaublich. Davon brauchen wir zwei. Also ein Bubble von Factorization wollen wir nicht. So, wir brauchen Pistons. Können wir schon mal zwei Slot-Upgrades machen. Und werden vielleicht mal wieder ein bisschen Kohle los. 12.200, das sieht ja schön aus. Das Ganze machen wir dann auch noch weiter für die anderen Sachen wie Redstone und so weiter. Jetzt gehe ich mal bewusst gerade nach unten, weil ich weiß, dass ich da noch irgendwas abgelagert habe und zwar hier. Und wenn ich jetzt, so wie ich mein Glück wieder kenne, ist die Truhe wieder voll, das Barrel. So, ich würde sagen, der Folge waren wir mal nicht so produktiv. Werden wir in der nächsten Folge mal ein bisschen verändern. Werden wir die Schmiede weiterbauen und dann auch mal gerade hier die Maschinerie nach unten verlegen. Ich würde sagen, wenn schon dieser Part trotzdem gefallen hat, gebt mir doch nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Sigurin vorbei, der wird sich auch über ein Abo und ein Like freuen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mod Salsa. Bis dahin, tschüss!